Eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, der schöne Jüngling Narzissos, begleitet uns heute mehr denn je. Ein Zeitalter des Narzissmus. Herzlich willkommen zu einem Video in diesem Psycho-Edukationskanal, wo es viel um Persönlichkeitsstörungen geht, Kommunikation, Miteinander, aber auch wie geht man zum Beispiel mit einem Narzissten um. Wenn dich das interessiert, du siehst hier eine Zeitlinie. Verschiedene Themen werden wir besprechen, so 9 große Kacheln siehst du jetzt, zum Beispiel auch die Narzissmus-Typen, woraus besteht Narzissmus. Wenn du also zu diesen einzelnen Themen hinspringen möchtest, dann siehst du unten die Kachelblöcke, fühl dich so frei, schau dort direkt rein oder schau dir dieses Video von Anfang bis Ende an. Wenn du Fragen, Kommentare hast, nutze die Kommentarfunktion oder wenn du eine persönliche Frage an mich hast, nutze die Kontaktformulare auf den beiden Webseiten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit diesem Video. Ihr Lieben, wenn wir heute über Narzissmus in den Medien etwas erzählt bekommen, dann sprechen viele über den Narzissmus mit einem hochmoralisierenden Unterton. Und in dem Zusammenhang wird immer über Narzissmus als etwas erzählt, als etwas Schlechtes. Das sind immer nur schlechte Menschen, die im Internet als größenwahnsinnig, als selbstverliebt beschrieben werden. Was wir dem Narzissmus schon zugestehen müssen, ist auch, dass es schon viele wissenschaftliche Hinweise darauf gibt, dass unsere Gesellschaft heute als Ganzes immer rücksichtsloser, immer egoistischer wird. Wissenschaftliche Studien belegen das und die Grundaussage ist aus diesen wissenschaftlichen Studien, dass der Egoismus seit dem Jahr 2000 ganz besonders rapide zunimmt. Ja, es gibt Narzissmus schon seit Menschengedenken, aber der Narzissmus in der Intensität nimmt massiv zu. Als unsere Gesellschaft dann auch noch zusätzlich die Corona-Welle bekommen hatte, dann hat sich in unserer Gesellschaft eine wahnsinnig egoistische, eine narzisstische Veränderung feststellen lassen. Statt Solidarität lässt auch die Corona-Krise antisoziales, sogar egoistisches Verhalten sehr, sehr deutlich erkennen lassen. Ein Beispiel für dieses Thema ist eine Studie von der Akon Hochschule für Human Wissenschaften aus Berlin unter der Leitung von Professor Görz. Was war das Ergebnis dieser Studie? 50% der Menschen in Deutschland reagieren auf die Corona-Krise egoistisch und antisozial. Das wird zum Beispiel an verschiedenen Handlungsweisen festgestellt. Da hatten wir das Abstandsgebot, sich weiterhin nicht in Gruppen zu treffen oder Hamsterkäufe zu tätigen. Und es geht weiter über Beleidigungen, absichtliches Anhusten bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen, wenn es um Einkaufen von Vorräten geht. Unsere Welt ist im Wandel. Und das haben die Studien über unsere Jugend immer wieder an den Tag gebracht, was zum Beispiel auch die Ziele der Jugend in ihrem Leben darstellen. Klar, die Jugend verändert sich immer mehr und es ist auch gut so, dass die Welt im Wandel ist, aber zum allerersten Mal ist ein Paradigmenwechsel, eine kopernikanische Wende entstanden. Zum ersten Mal ist für junge Menschen nicht mehr der Beruf, die Familie oder die Partnerschaft das oberste Ziel, sondern es ist vielmehr das Berufliche, es ist das persönliche Vorwärtskommen, um sich darzustellen, sich durchzusetzen, um möglichst in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Jetzt kommt die Katze, setzt zum Sprung an. Hallo Julchen. Die ist nicht narzisstisch. Die ist nur eine typische Katze. Kommen wir nochmal zu dem Punkt. Zum ersten Mal, diese kopernikanische Wende wollte ich darstellen, wo also nicht mehr der Beruf, die Partnerschaft oder die Familie das oberste Ziel ist, sondern es ist das Berufliche, es ist das persönliche Vorwärtskommen, um sich selber darzustellen, sich durchzusetzen, um möglichst selber in der Gesellschaft größenmäßig anerkannt zu werden. Ja, diese Entwicklung wird nicht zuletzt auch durch Handlungen gefördert und die sämtliche Werte in Frage stellen, wie zum Beispiel der Bankencrash im Jahr 2008, wo klar wurde, dass unsere Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft auf einer narzisstischen Scheinwelt und Scheinwerten aufgebaut ist. Ich denke, dass das typische narzisstische Wesen mit dem Satz mehr Schein als Sein sehr gut zusammengefasst werden kann.
Unsere Gesellschaft verändert sich immer mehr in eine bestimmte Richtung. Beispielsweise sehen wir, dass heute darüber diskutiert wird, dürfen Managergehälter das 50-fache der Putzfrau übersteigen oder muss es darauf begrenzt sein? Allein so eine Diskussion. Ich sehe das Narzisstische im Umgang mit den Ressourcen unserer Erde. Berechnungen von Naturschützern zeigen, dass wir spätestens ab August immer auf Kredit der Erde leben, weil wir vorher so viel aufgebraucht haben, dass wir ab dem 1. August oder ab dem 29. Juli, das ist Status 2017, dann von den Ressourcen der Erde leben. Sprachen wir in den 1900er Jahren oder 1970er Jahren, in den 1970er Jahren noch davon, dass die Erdüberlastungstage erst im November oder Dezember begonnen haben, dann ist das jetzt seit 2017 der 29. Juli. Interessant ist auch, fällt mir dabei ein, also sollte man erwähnen, dass der aktuelle Papst Franziskus sagte, dass die Krise in der katholischen Kirche auch eine narzisstische Haltung sei für die Religion. Dies aber nur ganz am Rande. Ich wollte mit diesen kurzen Einführungen zeigen, dass wir tatsächlich mit unserer Gesellschaft in eine grundsätzlich narzisstische Richtung gehen. Julchen schreit, ich mache mal gerade auf Pause und dann komme ich wieder. So, Julchen ist versorgt. Schauen wir uns die Gesellschaft jetzt mal aus der psychiatrisch-forensischen Sicht einmal an. Bei den vielen großen Verbrechen sehen wir auch eine deutliche Veränderung in Richtung narzisstische Züge. Auch bei den Verbrechen. Macht ausüben. Ich möchte andere durch mein Verhalten beherrschen. Ich möchte Herr über Leben und Tod sein. Ich will eine wichtige Rolle, eine große Rolle, eine gottgleiche Rolle spielen. Ganz am Anfang wurde nämlich Narzissmus in den 1920er Jahren noch die Gotteskrankheit genannt. Also eine gottgleiche Rolle möchte ich sprechen. Veränderung der Verbrechen zeigen eine narzisstische Veränderung an. Passiert irgendwo ein Verbrechen, wie zum Beispiel ein Amoklauf, dann fragt man den Gerichtspsychiater, was ist denn in diesem Verbrecher wohl vorgegangen, so innerlich? Und in der Regel lassen diese Gerichtspsychiater sich nicht lange bitten und sagen, dass es sich hier um einen Narzissten gehandelt haben muss, der Macht ausüben wollte. Immer wieder hören wir diese Breitschussdiagnose Narzissmus. Anscheinend passt Narzissmus immer und überall. Also wir besprechen ja den ersten Teil, wenn du ja unsere neuen Kacheln jetzt über dir anschaust, werden wir alle narzisstisch. Unsere Gesellschaft wird schon deutlich narzisstischer. Aber was hat das jetzt mit den Drogen zu tun? Schauen wir uns mal Narzissmus und die Drogen an. Das ist eine ganz interessante, kuriose Entwicklung, die wir in dem Bereich der Drogen über die Jahre hinweg beobachten konnten. Wie so viele Dinge in unserer Gesellschaft haben die Drogen auch einen Zeitgeist immer wieder gespiegelt. Spiegel der Gesellschaft, Spiegel der Zeit. Wir kommen immer wieder in diesem ganzen Vortrag immer auf das Wort Spiegel zurück. Lass immer dieses Wort immer vor deinem geistigen Auge einen Spiegel einfach mal kommen. Lass uns mal das spiegeln mit den Drogen. In den 60er, 70er Jahren gab es so eine liebliche, sanfte Droge wie Cannabis. Und die Jugend, die Cannabis genommen hatte, die Flower Power Jugend, die war dann immer auf Entspannung aus. Easy, easy, easy. Dann kam in den 90er Jahren eine ganz andere Modedroge hervor. In den 80er, 90er Jahren, das war Heroin. No Future war der Zeitgeist. Dann gab es einen neuen Zeitgeist. Dann brauchte man eine Antreiberdroge. Es war dann Kokain. Sänger wie zum Beispiel Falco, Mac Miller, Konstantin Wecker, Gigi Kale waren immer direkt mit Kokain in Verbindung gebracht. Das ist heute unsere Modedroge. Welche Droge gibt heute unseren Zeitgeist an? Das ist Ecstasy. Ecstasy ist eine typisch narzisstische Droge, die einem das Gefühl gibt, ich bin einzigartig, ich bin der Mittelpunkt, der Nabel der Welt und ich werde jetzt von allen geliebt. Narzissmus wird meines Erachtens am allerdeutlichsten durch diese Veränderung des Drogenkonsums deutlich. Die Sprache des Volkes verändert sich. Wir sind immer noch in der ersten Kachel, werden wir alle narzisstisch. Die Sprache des Volkes. Bei diesen Entwicklungen müssen wir schon wie Martin Luther vorgehen. Der Martin Luther sagt ja, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Und ganz interessant ist das, was der Vater aller Psychologen, Sigmund Freud,
von sich selbst sagte. Er sagte, dass er seine Theorien und seine Überlegungen im Grunde genommen aus zwei großen Quellen speiste. Das eine ist die griechische Mythologie und das andere sind die Redensarten, Redensweisen des Volkes. Er sagte, wenn ein Volk eine Redensart entwickelt, ein Sprichwort, dann steckt hinter dieser Redensart die Erfahrung von vielen, vielen Generationen. Und wenn wir uns die heutige Sprache der ganz normalen Bevölkerung einmal anschauen, dann können wir wirklich sehen, dass das Wort narzisstisch immer mehr zum Bestandteil des Sprachrepertoires wird. Wir haben in unserer medizinischen Sprache schon so manche Wortentwicklung gehabt, ne? Also Sprachentwicklung, medizinische Sprache. Lass uns mal über Hysterie und den Psychopath das Beispiel des Narzissten nehmen. Also hysterisch, das ist so ein ganz normaler Fachausdruck. Aber hysterisch besagt nichts Besonderes, außer dass etwas mit der Sexualität nicht in Ordnung ist und es zu funktionellen Störungen kommen kann. Hysterie ist eine nicht funktionierende Sexualität. Aber das Wort wurde sehr beliebt, es wurde sehr modern, auch zu der Zeit von Sigmund Freud. Und auf einmal wurde es von der gesamten Gesellschaft zeitgeistmäßig übernommen. Und ungerechterweise hat dann der Zeitgeist damals, zu der Zeit von Freud, dieses Wort Hysterie auf die Frauen genommen. Und viel weniger als auf die impotenten Männer, sondern auf die hysterischen und sexuell nicht so optimal funktionierenden Frauen. Was für ein Zeitgeist! Wenn die Frauen in der damals aufkommenden Emanzipationswelle um etwas kämpfen wollten, dann wurden sie sofort als sexuell unbefriedigt dargestellt, hysterisch. Und das hätte auch bei vielen Männern Thema Impotenz gepasst, aber komischerweise wurden die Männer damit überhaupt nicht behelligt. Zeitgeist. Ein Wort wurde zeitgeistmäßig gebraucht. Wir sind ja immer noch bei Narzissmus Zeitgeist, aber ich möchte das mit der Hysterie und jetzt auch mit dem Psychopathen einmal erklären. Das Wort Psychopath bedeutet nichts anderes, als dass ein psychisches Problem oder ein schwieriges Verhalten an den Tag gelegt wird, dass jemand unter diesem schwierigen Verhalten leidet. Mehr heißt Psychopath nicht. Es kann zum Beispiel auf jemanden angewendet werden, der kein Selbstvertrauen hat, der extrem fanatisch ist, dadurch andere Menschen verrückt macht oder sich sozial anders verhält. Und immer leidet jemand darunter. Und das ist Psychopathie. Dieses Wort Psychopathie wurde so beliebt, dass er praktisch zu jedem, der psychisch irgendwie anders zu sein scheint, sagen, das ist ein Psychopath. Und sofort kommen Adjektive dabei noch zutage, die wir ihm dann noch anhängen, die aber eigentlich nicht zwingend notwendig sein müssen. Kein Zufall, dass sich heute Bücher über die Psychopathie sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen und es in unserer Gesellschaft immer wieder diese Amateurdiagnose oder diese Freizeittherapeutendiagnose Psychopathie gestellt wird. Aber es ist auch wichtig, dass die psychopathischen Leute festzustellen, dass zwischen den psychopathischen Verbrechern und den vielen Wirtschaftsbossen auch ähnliche Charakterzüge bestehen. Das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aber das ist jetzt nicht so das Hauptthema. Ich wollte damit zeigen, dass Hysterie und Psychopathie einem gewissen Zeitgeist folgen. Wie die Wörter Hysterie, Psychopathie, hat auch Narzissmus eine ähnliche Veränderung im Zeitgeist im Laufe der Geschichte erlebt. Narzissmus war lange Zeit ein Begriff, der war total verstaubt, der wurde überhaupt nicht genommen. Und es war von ein paar Altphilologen, von ein paar Psychotherapeuten genannt, bekannt, benutzt. Ein paar Künstler haben diesen Begriff gerne verwendet. Es war dieses Bild, wenn man sich in den Spiegel selbstverliebt betrachtet. Aber heute ist der Gebrauch ganz anders. Wir sprechen sehr viel häufiger davon, dass der eine oder andere ein Narzisst ist. Mein Chef ist ein Narzisst. Mein Partner ist ein Narzisst und, und. Wir sprechen jetzt von einem narzisstischen Rausch, von einer narzisstischen Wut, von einer narzisstischen Empfindlichkeit. Mein Partner ist ein Komplementärnarzisst. Der Verbrecher ist ein Narzisst. Wir sprechen von einem Zeitalter des Narzissmus und von einer Entwicklung einer narzisstischen Kultur. Wohin man schaut, dieser Ausdruck ist wichtig geworden und ich denke, dass das kein Zufall ist. Ich denke auch, dass in unserer Gesellschaft der Narzissmus immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir brauchen den gesunden Narzissmus. Wir brauchen ein wenig Narzissmus. Narzissmus ist nämlich nicht
grundlegend schlecht. Wir brauchen aber einen gesunden Narzissmus. Wir brauchen den Narzissmus zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühles, für ein gesundes Durchsetzungsvermögen und für eine gute soziale interaktive Kompetenz, dass wir auch uns trauen, mit einem anderen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir mal in Ruhe über diesen Begriff nachdenken, dann müssen wir sagen, dass es diesen Narzissmus praktisch, solange es Menschen gibt, schon immer gab. Und über die Jahrhunderte hinweg war die Umsetzung des extrem narzisstischen nur den Mächtigen, nur den Reichen, nur den Schönen vorbehalten. Denken wir mal an die Choralien. Die Choralien, das war eine hochwissenschaftliche Form von Titeln, von Anreden, von Formeln, von formellen Schlusssätzen in förmlichen Briefen. Die Choralie, die leitet sich von dem Ausdruck Stylus, also Stylus Curiare ab, dem Schreibstil der Höfe, also Höfe, die Curia und ihrer Behörden. Das war also eine anerkannte Form. Da ging es nicht nur um sehr geehrte Damen und Herren, da ging es um was ganz anderes. Also wenn ein Handwerker oder ein Künstler einen Bitt- oder einen Bettelbrief an einen Herrn gerichtet hat, dann musste er unbedingt diese verschiedensten Anreden gebrauchen, diese formellen Wörter einsetzen. Es gab zwar keinen Rechtsanspruch von einem Fürsten oder so auf diese Wörter, aber ihnen kam eine soziale Bedeutung zu. Häufig wurden dann Wörter gebraucht wie hochverehrter, ehrenfester, verehrungswürdiger, wohledler, wohledelgeborener und so weiter. Hier wurde der Narzissmus in Reinkultur gepflegt. Aber heute ist dieser Begriff des Narzissmus in eine Art Demokratisierung übergegangen. Das bedeutet, Demokratisierung von dem Wort Narzissmus, dass jeder von uns, du und ich, jeder in unserer heutigen Gesellschaft diese Form von Narzissmus ausleben kann. Wir müssen uns nicht mehr so einer entwürdigenden Arbeit wie das einfache, das gemeine Volk von damals leisten. Wir haben viele Gründe und Ursachen heute in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir uns einzigartig, dass wir uns auch narzisstisch einmalig fühlen können. Im Gegensatz von vor 200, 300 Jahren, können wir ja heute durch die Luft fliegen. Und in sehr, sehr kurzer Zeit, in 24 bis 36 Stunden, können wir uns an jede Stelle in der Welt hinfliegen lassen. Und trotz auch der gegenwärtigen Corona-Krise denken wir, dass wir nicht mehr an einer Grippe oder an einer Lungenentzündung in der Regel sterben werden. Oder wenn sich jemand einen komplizierten Knochenbruch zugefügt hat, dass das nicht automatisch tödlich sein muss. Wir können durch das Internet in Sekundenschnelle das gesamte Wissen der Welt in unsere Wohnung hineinholen. Und dank Wikipedia und YouTube brauchen wir noch nicht einmal Experten zu befragen. Wir holen uns das Wissen in unser Wohnzimmer. All das führt dazu, dass jeder von uns auch einen gewissen Narzissmus ausleben kann. Narzissmus ist an sich auch kein Problem. Das Problem fängt woanders an. Über die Jahrhunderte hinweg war der Narzissmus in den Augen der Kirche eines der sieben Todsünden. Oh, jetzt kommt aber das. Durch diesen Pflock wurde der Narzissmus erstmal in eine negative Ecke gestellt. Da bist du angestrichen und ausgezählt, das ist eine der Todsünden. Das änderte sich aber, als die Psychiater auf die Bühne getreten sind und sagten, nein, Narzissmus ist gar keine Sünde, sondern einfach nur eine Persönlichkeitsstörung. Narzissmus ist keine Sünde, sondern ein psychisches Leiden. Von der ursprünglich mal sehr negativen Schmuddeleinstellung dazu oder auch Todsünde, dem Narzissmus gegenüber ist heute relativ wenig zu spüren. Heute ist Narzissmus, du siehst es in der zweiten Kachel von unserer Übersicht, heute ist Narzissmus zu einem Ideal geworden, etwas, was man sogar anstrebt, etwas, was man sogar haben möchte. Narzissmus ist zu einem Persönlichkeitsprofil geworden, welches ich mir erarbeiten, welches ich mir sogar zulegen möchte. Eine Haltung, die unsere Gesellschaft heute immer mehr dominiert. Wenn du zum Beispiel zwei aufstrebende Manager hörst, ich habe das mal gelesen, dieses Beispiel, ich konnte es kaum glauben, aber es muss anscheinend so stattgefunden haben. Zwei junge Manager haben sich gestritten und der eine sagt zum anderen, du bist auch nur ein Pseudonarzist. Dann liegt die Betonung nicht auf Narzisst, sondern auf Pseudo. Noch nicht mal das schaffst du. Du schaffst ja noch nicht mal ein Narzisst zu sein. Ich beobachte also, dass das Kennzeichen der heutigen Zeit immer der Narzissmus ist, dass er das Erstrebenswerte ist, dass er als eine erwünschte Haltung angesehen wird.
Das spiegelt sich auch in der Wissenschaft wieder. Es gibt unheimlich viele Narzissmus-Tests oder Narzissmus-Inventare, wo das drin vermerkt wird. Die Auswirkung. Gibt es denn eine Auswirkung des Narzissmus auf unsere Gesellschaft, wenn das, der Narzissmus ein Ideal wird? Wenn wir das alles jetzt mal konsequent zu Ende denken, dann kann man wirklich sagen, dass durch den Narzissmus unsere Gesellschaft immer kälter wird. Dass die emotionale Intelligenz nicht mehr so gebraucht wird. Besonders in unserem Zeitalter von Corona erkennen wir, dass Solidarität weit in den Hintergrund tritt. Die Menschen werden einsamer, weil sie ja immer narzisstischer werden. Und das kommt daher, weil der Narzissmus am Anfang ja auch gut ist, hilfreich ist. Am Anfang kann er wie ein Karriereförderer oder auch soziale Interaktionsförderer gut und hilfreich sein. Er kann andere mitreißen, er kann aber auch andere blenden. Er kann zu wirtschaftlich ganz großen Karrieren führen. Aber irgendwann werden diese karrierewütige Narzissten sehr einsam. Sehr einsam, weil die Menschen in ihrer Umgebung es nicht mehr aushalten, nicht mehr damit zufrieden sind, so Grüß-August-Klatscher zu sein, um den Narzissten einfach zu beklatschen, schön, dass du da bist. Dann zieht sich die Gesellschaft von dem Narzissten zurück, will nichts mehr mit ihm zu tun haben, mit seiner abgehobenen, mit seiner unreflektierten Art. Und dann, was passiert dann? Dann kommt es bei dem Narzissten zum Absturz. Aber es müssen nicht immer die großen Abstürze sein, wie wir sie in den großen Wirtschafts- und Korruptionsprozessen der Vergangenheit beobachtet haben. Warum fällt mir da jetzt Uli Hoeneß ein? Warum fällt mir jetzt Thomas Middelhoff ein? Charles Ponzi, das war damals der Erfinder der Schneeballsysteme. Wirecard, Lehman Brothers, all das lässt grüßen. Warum fällt mir das jetzt im Moment wieder alles ein? Diese ganz großen Fälle bezeugen letztendlich nur eins. Das Ende eines Narzissten. Es mag für einen Zuschauer ein kleiner Trost sein, wenn wir den Satz hören, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber es ist tatsächlich eine Entwicklung, die man bei einem Narzissten auch beobachten kann. Am Anfang ist es also förderlich, aber dann führt Narzissmus häufig zum Sturz. Warum reden wir immer von der Geschichte des Narzissmus? Die Geschichte von dem Jüngling Narzissus, die gibt es in 7 verschiedenen Variationen. Ich habe sie jetzt mal aufgeführt, das ist der Verlust der geliebten Zwillingsschwester, Verlust des Vaters, der Mutter, Verlust von sich selbst, der Narzisst und Echo, Narziss und Arminias und Narziss und Elops. Die Geschichte von Narzissmus ist eine Geschichte des alten griechischen Mythos. Da gab es den Fluss Gott, hoffentlich spreche ich ihn richtig aus, Kephisos und die Flussnymphe Liriope. Es kam ein wunderschöner junger Mann dabei heraus und die Mutter musste ihn alleinerziehend großziehen. Von überall her kamen dann die Menschen, junge Menschen, ältere Menschen wollten ihn, diesen wunderschönen Jüngling, zum Freund haben, weil er ja so von einzigartiger Schönheit, von einzigartiger Lieblichkeit war. Aber Narziss konnte niemanden lieben und wies alle schroff ab. Einzig allein, eine ganz kleine Nymphe, eine Nymphe namens Echo, hatte es geschafft, ihm nahe zu kommen. Aber wie? Wie kam sie ihm nahe, indem sie keine eigenen Gedanken hatte, sondern ihm alles nachplapperte? Und deswegen von ihr, von der Nymphe Echo, kommt auch der Name Echo. Diese kleine Nymphe hatte sich dermaßen in Narzissus verliebt, aber als er das gemerkt hatte, war er so aufgestört, so wütend, dass er sagte, er möchte viel lieber sterben, als ein Verhältnis mit ihr einzugehen. Eines Tages kommt er müde von der Jagd, aus dem tiefen Wald an einen Flussquell, möchte da trinken und sieht in dem Wasser einen wunderschönen jungen Mann, sich selbst. Er verliebt sich in dieses Bild, kann sich nicht mehr von diesem Bild lösen, schmachtet voller Sehnsucht, geht immer näher an dieses Bild heran, irgendwann fällt er hinein und ertrinkt. Das ist so typisch für den narzisstischen Absturz. Es ist das Ende von der, am Ende ist es diese Selbstverliebtheit. Da ist genau der Punkt, wo der Wunsch zu groß ist, sich mit dem Ich zu vereinigen, und da das nicht möglich ist, kommt der Absturz. Wir sehen hier in dieser Geschichte, in dieser griechischen mythologischen Geschichte, verschiedene psychologische Problematiken. Eine alleinerziehende Mutter, die ein Kind großzieht, das nur dann glücklich ist, solange es nicht in seine eigenen Abgründe blicken muss. Wir sehen bei dem Kind, bei diesem Jugendlichen, lauter autistische Züge, das nicht lieben können, sich nicht mit anderen austauschen können.
Wir sehen hier eine Selbstverliebtheit, die keine Liebe ist, sondern nur eine Sucht nach sich selbst. Und diese Sucht nach sich selbst führt letztendlich zu einer Vereinsamung und wie in dieser Geschichte führt sie zum Tode. Also der gute Sigmund Freud hatte schon recht, als er sagte, dass die Psychologie und die griechischen Mythen schon sehr viele gemeinsame Elemente hatten oder haben. So auch die Geschichte von Narzissmus, wo diese vielen einzelnen Elemente dazu führen, dass der Mensch dann irgendwie krank wird, also psychopathologisch sich entwickelt. Damit wir das so ein bisschen besser greifen können, habe ich mal an eine modernere Variante gedacht von dem Narzissmus. Also nennen wir mal eine modernere Variante von Narzissmus, nicht griechische Mythologie, sondern heute. Steckbrief von einem jungen Mann, Herkunft nicht ganz klar, es muss irgendwo in der High Society sein, Mutter Topmodell, Vater Chef eines Konzerns, er ist das Ergebnis eines One-Night-Stands mit viel Alkohol und Gewalt, Vater haut ab, macht sich auf und davon, die Mutter muss ihn alleine großziehen, das Kind wird wunderschön, Mutter nennt es Narzissmus. Sie verwöhnt ihn, alle umschwärmen ihn, das Wunderkind wird durchgereicht bei Deutschland sucht den Superstar bis Hollywood, alle zeigen sie Interesse, er aber keine Resonanz, keine Emotion. Er hat keine Beziehung. Man sagt, vielleicht ist er autistisch, vielleicht ist er Borderliner, aber nur eine Jungschauspielerin, wir nennen sie jetzt mal Echo, kommt nah an ihn ran, weil sie ihm alles nachplappert. Schwer verliebt, gesteht sie ihm irgendwann die Liebe, er gerät in Panik, schreit sie an, dass er lieber tot sein wolle, als mit ihr zusammen. Sie zieht sich vor lauter Liebeskummer zurück, verweigert die Nahrung, begeht Suizid. Er sitzt in einer Bar, vollkommen verschwitzt. Er zieht sich seine erste Line rein. Oh, welch geistiges Hoch, nie gekannte Gefühle, alles ist grandios, wie ein Urknall geht es durch sein Gehirn. Er bekommt den unendlichen Durchblick, er fühlt sich einzigartig. Jetzt fühlt er sich unendlich geliebt. Jetzt kommt eine Line nach der Line, Droge auf Droge, wochenlang. Sonst interessiert ihn nichts. Er will keinen Frust, er will nur noch diese Lust. Er hat eine tiefe, tiefe Sehnsucht, das ultimative Zentrum der Welt zu sein. Er kann davon nicht genug bekommen. Obwohl sein junger Körper am Anfang noch gesund war, er fängt nur noch an, intensiver und zittriger zu werden. Nur noch schneller alles, nur noch geiler alles. Sein Körper gibt alles, das Zittern hört nicht auf. Das Gehirn explodiert. Aus. Absturz. Das war eine moderne Variante von Narzissmus. Ist der Narzissmus Selbstliebe? Woraus besteht der Narzissmus? Kommen wir in die vierte Kachel zusammen. Ist Narzissmus Selbstliebe? Warum frage ich das überhaupt? Weil ich das immer wieder höre. Diese Selbstliebe. Also viele verwenden heute diesen Begriff Selbstliebe im Zusammenhang mit Narzissmus. Narzissmus sei eine krankhafte Selbstliebe. Ich möchte mich aber von dieser Ansicht distanzieren. Ich sage, Narzissmus ist nicht Selbstliebe, Narzissmus ist Selbstsucht. Er ist süchtig auf das eigene Ich, auf das, wie er selber spricht. Der Narzisst ist süchtig auf die Resonanzen der Umwelt, auf das Lob, die Anerkennung, auf die Zuwendung von außen. Aber er kann dies nicht von einem echten Gefühl unterscheiden. Diese Sucht ist wie eine Droge, das ist wie ein Schein, dem er hinterherjagt. Liebe aus dieser Droge, er braucht immer mehr Zeit, immer mehr davon. Diese Liebe wirkt wie diese Droge und wenn er diese nicht bekommt, diese Scheinliebe, dann wird er hilflos und landet schließlich im Abgrund. Das Gehirn explodiert. Aus. Woraus setzt sich jetzt der Narzissmus zusammen, wenn ich gesagt habe, nicht die Selbstliebe, sondern die Selbstsucht? Was ist der Inhalt von Narzissmus? Woraus besteht jetzt eigentlich der Narzissmus? Gut, du kannst jetzt wieder mal sehen, die neuen Kriterien des DSM-5 und komplementär auch die vom ICD-10. Aber ich möchte es mal mit anderen Eigenschaften so ein bisschen so in unserem täglichen Gebrauch, in dem, wie wir das eher im Zwischenmenschlichen sehen, beschreiben. Also den ersten Punkt haben wir angesprochen, nicht Selbstliebe, sondern Selbstsucht. So, und jetzt kommt noch etwas hinzu, das ist die Egozentrik. Alles ist auf mich ausgerichtet. Das, was ich denke und wie ich es denke, das ist grandios. Das ist einmalig. Alles, was ich erlebe, ist ein grandioses Abenteuer, was überhaupt nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt so mitgemacht haben. Und wenn es nur
die tägliche Fahrt zur Arbeit ist. Und das ist dann für den Narzissten eine Heldentat. Man versucht, jede Anerkennung aus der Umgebung zu erhaschen. Und die Umgebung ist nur dazu da, um einem zu sagen, dass sie selber nie so großartig ist wie man selber. Narzissmus ist eine übersteigerte Eitelkeit. Ein ganz, ganz besonders tolles Beispiel habe ich mal rausgesucht für Eitelkeit. Ich finde das so mit einem Augenzwinkern, muss ich das mal erzählen. Es kommt wieder aus der medizinischen Gruppierung. In Frankreich lebte ein Psychiater, Chefarzt der legendären Pariser Klinik mit Namen Jean Martin und jetzt hoffe ich, dass ich richtig ausspreche, Charcot. Er lebte 1825 bis 1893 und er war sogar von Sigmund Freud ein Lehrmeister. Jean Martin Charcot erfüllte in Paris ganze Zirkuszelte. Vor einem staunenden Publikum hat er Hysterikerinnen vorgeführt. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Das war eine Zirkusvorstellung. Von überall her kamen die Menschen, um ihn bei seinen Vorlesungen zu hören, ihm zu lauschen. Und ganz besonders auch die Menschen, die mit Medizin überhaupt nichts am Hut hatten, weil sie wollten ihn hören. Der war rhetorisch so brillant. Er konnte wunderbar Beispiele erzählen und erklären. Aber dieser Professor war im Endeffekt nichts anderes als in diesem Fall, also jetzt bei diesen Vorlesungen, wie ein Zirkusdirektor und hatte nur die Krankheit demonstriert. Was hat ihn aber als Narzissten so gekennzeichnet? Nun, er sprach nie in der Ich-Form. Also ich habe das mal rausgesucht, ich konnte euch das zeigen und so weiter, sondern er sagte immer wir. Also wir haben entdeckt, wir haben überlegt, wir sind zu dem Schluss gekommen. Da gab es einen ganz lustigen Moment. Eine junge, kecke Studentin in der Zuschauerschaft, die auch in der Frauenbewegung engagiert war, hat die Hand gehoben und gefragt, sagen Sie mal, Herr Professor, wenn Sie immer wir sagen, wen meinen Sie damit? Meinen Sie Ihr Team? Meinen Sie Ihr Kollegium? Meinen Sie Ihre Mitarbeiter? Wen meinen Sie damit? Der Professor überhörte die Spitze und antwortete ganz eitel, wenn ich wir sage, dann meine ich uns. Da kommt mir der Gedankengang in den Sinn, was ist der Unterschied zwischen einem Gott oder einem Universitätsprofessor? Der liebe Gott weiß, er ist kein Professor. Diese angesprochene Form des Narzissmus von dem französischen Professor Jean-Martin Charcot mag uns vielleicht ärgern, ist aber eher eine lustige Form. Das ist keine gefährliche Form des Narzissmus. Andere Formen sind viel schwieriger und auch gefährlicher und lassen die Menschen viel, viel gekränkter zurück. Und das ist jetzt das nächste Element des Narzissmus, die Kränkbarkeit. Auf der einen Seite sind sie unglaublich stark, die Narzissten, im Austeilen gegenüber anderen, aber extrem empfindlich, wenn andere an ihnen Kritik üben. Da ist selbst die leiseste Korrektur, ein Hammerschlag, eine Beleidigung. Diese Kränkbarkeit, diese extreme Empfindlichkeit finden wir auch in einer anderen Version von den 7 Narzissmus-Mythos-Varianten. Also Narzissus beginnt zu weinen, seine Tränentropfen fallen in das Wasser und dieses herrliche Bild, dieses vorher so glasklare Spiegelbild im Wasser, wird auf einmal nicht mehr so klar, wird trüb. Und das verletzt ihn so sehr, dass er in seiner Eitelkeit stirbt. Narzissten sind extrem empfindlich. Sie können anderen nichts verzeihen. Jemand, der sie kritisiert, wird sofort ihr schlimmster Feind. Da gibt es keine Unterteilung in Graustufen. Das ist dann schwarz gegen weiß. Die nächste Eigenschaft, der Mangel an Empathie. Also hier gibt es große Diskussionen. Die einen sagen, er kann sich in andere hineinfühlen, der andere nicht. Ich möchte jetzt mal auf eine spezielle Sache mich konzentrieren und da sagen, da kann er es nicht. Er ist natürlich sehr manipulativ, ganz klar. Und dafür braucht man ja auch eine gewisse Empathie. Aber eins ist er nicht, eine Empathie. Er kann sich nicht emotional in den anderen hineinfühlen. Kann nicht mit dem anderen fühlen, er kann nicht, wie man so sagt, in seinen Schuhen laufen. Er hat nicht die Fähigkeit, die man sonst so nötig braucht und die auf dem Grundsatz der biblischen goldenen Regel fußt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihnen, oder die Konfuzius-Variante, das, was du willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Er versteht nicht das Leid, er versteht nicht den Schmerz des anderen. Er ist nicht wirklich empathisch. Ihm ist auch niemand sympathisch. Er kann nicht mit einem anderen leiden. Jetzt kommen wir zu der nächsten Variante. Also wir haben die Kränkbarkeit gemacht, die Empfindlichkeit, den Empathiemangel in der Kachel 4.
Jetzt nehmen wir uns mal die gefährlichste Variante, das gefährlichste Element des Narzissmus raus. Und zwar die Entwertung. Der Narzisst ist nicht nur dadurch großartig, dass er selbst wunderbare Leistungen bringt, ja? Ein tolles Auto fährt, besonders schick angezogen ist. Nein, er muss die anderen auch niederdrücken. Besonders dadurch wird er ja noch einmaliger. Und dieses Merkmal der narzisstischen Entwertung war zum Beispiel allen oder ist zum Beispiel allen Diktatoren einig. Wir müssen uns nur die Verfolgungen, diese barbarischen Verfolgungen im NS-Regime vor Augen halten. Wie man dort andere Menschen erniedrigt, entwertet hat, als lebensunwert, als unnütze Fresser, als minderwertige Rasse behandelt hat. Ich habe mal die Frage gelesen, war Adolf Hitler oder Ivan der Schreckliche, Josef Stalin, Pol Pot oder Nero, waren sie geisteskrank? Nein, das wäre ein schöner Trost, wenn sie es gewesen wären, aber sie waren definitiv nicht geisteskrank. Sie waren alle bösartige Narzissten, die wunderbar in der Lage waren, andere Menschen zu manipulieren, sie zu beeinflussen und letztendlich für sich zu gewinnen. Wohlgemerkt nochmal, es hat nichts mit Empathie zu tun, sondern es ist Manipulieren. Sie haben diese besondere Aura des Narzissten um sich verbreitet und dadurch andere Menschen manipuliert. Und zwar so manipuliert, dass die anderen Menschen bereit waren, andere Menschen wiederum zu beherrschen, zu tyrannisieren, zu verfolgen, bis in den Tod hinein. Also die Gedankengänge des Urtyrannen selber tyrannisch auszuleben. All diesen Diktatoren ist noch etwas gemeinsam. Sie sind unglaublich misstrauisch. Nero ließ seine Verwandten töten, Josef Stalin seine besten Freunde. Aber warum taten sie das? Weil sie in ihrem Narzissmus, in ihrer krankhaften Selbstliebe gemeint haben, die anderen könnten mich enterben, beerben, mich sogar stürzen wollen. Und das ist das typische Wesen der großen Tyrannen. Dieses finden wir auch bei einem Serienkiller. In der forensischen Psychiatrie haben wir tatsächlich verblüffende Übereinstimmung zwischen dem Persönlichkeitsprofil von großen diktatorischen Tyrannen und den Serienkillern gefunden. Einem Serienkiller geht es ja auch immer nur darum, über andere gottgleich zu herrschen. Zu herrschen, zu überleben und den Tod. Diese Entwertung von anderen Menschen, die finden wir, kleiner Einschub, auch bei vielen Wirtschaftsführern vor. Ich möchte das auf gar keinen Fall über den großen Kamm scheren. Es gibt in der Wirtschaft, in der Politik, überall gibt es hochanständige Menschen. Es gibt überall, ich sage das nochmal, hochanständige Menschen. Aber auch hier in der Wirtschaft, so auch in der Politik, hat sich ein massiver Wandel in der Gesellschaft vollzogen. Wenn ein Unternehmer vor 100, vor 200 Jahren Mitarbeiter in großem Stil entlassen hat, dann hat man ihn mit Schimpf und Schande davongejagt. Und wie sieht es heute aus? Heute spricht man von solchen Personen, von knallharten Sanierern, denen man sogar noch eine hohe Prämie, Bonuszahlungen gibt, weil sie machen ja den Betrieb schlank. Aber in ihrer Entwertung? Was machen sie? Sie setzen Menschen und ihre Existenz einfach aufs Spiel. Die wirtschaftliche Zukunft von ganzen Familien wird mit einem Knopfdruck, mit einem Kugelschreiberstrich vernichtet. Das ist das narzisstische Ideal der heutigen Zeit. Interessant ist, dass die Wirtschaftsschule, diese Hochschule in St. Gallen herausgefunden hat, dass das Persönlichkeitsprofil von Brokern an der Börse und psychopathischen Serienkillern, ganz interessant, Wirtschaftshochschule St. Gallen, Persönlichkeitsprofil Broker an der Börse und Serienkiller, psychopathische Serienkiller, dass das eine sehr hohe Übereinstimmung hat, sehr hohe Parallelen. Man hätte dort nicht ohne weiteres, wenn man das also neutralisiert, randomisiert gesehen hätte, man hätte nicht den großen Unterschied sehen können. Lediglich das Arbeitsumfeld des einen ist sozial anerkannt, das andere ist sozial nicht anerkannt. Fünfte Kachel, die Macht des Spiegels. Den Narzissmus finden wir überall in unserer Gesellschaft. Wir finden ihn in der Partnerschaft, im Beruf, in der Gesellschaft. Und obwohl wir ihn so deutlich finden, habe ich ein Problem, ihn so psychoanalytisch durch Statistiken, durch Analysen zu beschreiben. Es ist ja etwas, was zwischen Menschen passiert. Was soll das jetzt in einer Statistik? Ich habe immer ein einfacheres Hilfsmittel zur Hand genommen. Und zwar die Macht des Spiegels. Der Spiegel und die Macht. Ich bin davon überzeugt, dass das Spiegeln etwas Wunderbares ist. Der Spiegel ist im Prinzip ein ganz einfacher Gegenstand, der nichts anderes tut, als das zu reflektieren, was wir ihm aus der direkten Perspektive oder aus einer indirekten Perspektive heraus zeigen.
Aber welche Macht der Spiegel hat, zeigt sich darin, wenn man überlegt, wie oft wir da hineinschauen. Und wenn wir überlegen, wie wir mit dem Spiegel geradezu Selbstgespräche führen, ihn zum Richter machen, Klammer auf, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und obwohl er nichts Besonderes tut, fragen wir ihn nach seinem Urteil. Er gibt uns die Chance, Dinge an uns zu sehen, die wir so nicht erblicken können. Vielleicht, du siehst hier, die Glatze auf dem Hinterkopf. Der Spiegel ist ein Wunderwerk, der überhaupt nichts tun muss, als außer zu spiegeln. Jetzt frage ich aber einmal, warum haben so viele Spiegel so pompöse, verzierte Goldränder mit Lorbeerkränzen noch drumherum und so weiter? Meiner Meinung nach geht es hier nicht so um das Stück Glas, was umrahmt werden muss, sondern eher um den Inhalt, dass der besser, grandioser gezeigt wird. Diese wunderbare Fähigkeit des Spiegels haben wir in der Neuzeit durch andere Menschen übernommen. Also Spiegel war jetzt so der Vergleich. Und wie sieht der Spiegel in der Neuzeit aus? Das sind die Psychologen. Und die moderne Psychoanalyse ist nichts anderes als das Spiegeln des Gegenübers. Der Proband, der Klient, der liegt auf der Couch, er assoziiert und wünscht sich jetzt was, dass der Psychologe sein Inneres, also das des Probanden, ihm nun spiegelt. Wir alle haben eine unglaubliche Gier in uns, gespiegelt zu werden. Die Familienaufstellungen haben einen gigantischen Zulauf. Darum rennen alle dahin, weil sie ihre Situation, ihrer Familie einfach mal gespiegelt bekommen möchte. Warum sind wir so gierig auf die Persönlichkeitstests in den Illustrierten oder sonst wo? Weil wir durch irgendwelche Fragen und Antworten genau das gespiegelt bekommen wollen, wer wir eigentlich sind. Und auch in der Hirnforschung spielen ja die Spiegelneuronen eine immer wichtigere Rolle. Die Spiegelneuronen sind genau die Hirnzellen, mit denen es uns möglich ist, uns so zu fühlen, wie ein anderer sich fühlt. Also ich kann damit fühlen, wie du dich fühlst. Der Spiegel, der liefert uns unglaubliche Beispiele seiner Macht. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den Tieren, das ist jetzt wieder ganz interessant. Ein Hund zum Beispiel bellt, wenn er sich im Spiegel sieht. Er kann nicht glauben, dass das, was er sieht, er selbst ist. Das versetzt das Tier in Panik. Dann habe ich von einem recht interessanten Experiment mal von einem Chamäleon gelesen. Das Chamäleon wurde in ein Spiegelkabinett, also 360 Grad Spiegel, hineingesetzt. Und was passierte? Es starb. Aber warum ist es gestorben? Es hat nicht mehr die Farbe gewechselt. Es wollte sich mit seinem eigenen Bild, was es gesehen hat, vereinigen. Das ist jetzt wieder eine Parallele zum Narzissmus. In dem Moment, wo sich der Narzissus mit dem Spiegelbild im Wasser vereinigen wollte, fiel er ins Wasser und starb. Das Chamäleon konnte sich nicht mehr mit seiner üblichen Bewältigungsstrategie der Situation entziehen. Es konnte nicht mehr angemessen auf dieses Rätsel reagieren und ist zu Tode gekommen. Du siehst diese immense Macht des Spiegels auf sein Gegenüber. Narzissmus in der Partnerschaft, sechste Kachel. Narzissmus gibt es logischerweise auch in der Partnerschaft. Man könnte gewissermaßen sagen, Partnerschaften sind wie ein Ringen mit dem eigenen Narzissmus und dem Narzissmus des anderen. Partnerschaften haben sehr viel mit Machtverhältnissen zu tun. Eine Partnerschaft, so glaube ich, kann nur dann gut funktionieren, das ist meine persönliche Meinung, wenn die Machtverhältnisse zwischen beiden geklärt, Punkt 1, geklärt sind und zum anderen auch halbwegs ausgeglichen sind. Hast du mal etwas von dem arabischen Modell gehört? Das möchte ich mal mit etwas Augenzwinkern so erklären, das arabische Modell. In dem sogenannten arabischen Modell hat die Frau in der Öffentlichkeit praktisch ja nichts zu sagen. Sie darf nicht wählen gehen, darf nicht Auto fahren und schon gar nicht ihr Gesicht zeigen. Aber wehe, 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 wenn ich in das Zelt reinsehe. In dem Zelt, hinter der Wohnungstür, im Palast sind die Verhältnisse genau umgekehrt und so funktioniert es auch halbwegs. In Großbritannien hatte man mal vor einigen Jahren ca. 30.000 Paare nach dem Grund befragt, warum ihre Beziehung so lange gehalten hat. Also nicht, warum sie gescheitert ist, sondern warum hat ihre Beziehung so lange gehalten. Und die häufigste Antwort war, dass der Mann, wenn er zu Hause war, der Frau den Vorrang gab und die Frau zu Hause die Macht ausübt. Und so ist es auch wahrscheinlich auch ein Stück
weiter in der narzisstischen Partnerschaft. Wenn der Mann ein Narzisst ist und beruflich Karriere macht, mit Gott und der Welt verhandelt und redet und überhaupt alles großartig macht und die Frau damit zufrieden ist, ihren Mann zu unterstützt, aber zu Hause das Sagen hat, dann ist es wahrscheinlich okay und es geht beiden nicht schlecht dabei. Wenn die Frau jetzt aber arbeiten gehen will und nicht mehr ihren Mann bewundern möchte und selber Karriere machen will, dann kommt es häufig zu Problemen. So beobachtet man das. Ich rede jetzt nicht über gut und schlecht. Ich rede jetzt über Beobachtung. Dann ist es häufig so, dass der ehemals mächtige Narzisst natürlich versuchen wird, an ihre Vernunft zu appellieren. Sie soll doch nicht so blöd sein. Warum soll sie jetzt mit dem Arbeiten beginnen? Und er wird sie bitten, erstmal Stufe 1, bitten, zu Hause zu bleiben. Bleibt sie aber ihrem Ziel treu, dann wird er sie nicht mehr weiter bitten, sondern geht es an das Drohen. Wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann gebe ich dir zum Beispiel kein Haushaltsgeld mehr und, und. Aber was erreicht er damit? Die Frau wird sich logischerweise von ihm abwenden und entdecken, dass es eigentlich viel schöner ist, wenn sie ihrem eigenen Arbeiten nachgeht, ein eigenes Einkommen hat und über sich selbst bestimmen kann. Und das hält der gekränkte Narzisst nicht aus. Dann beginnt der Rosenkrieg, bei dem am Schluss mindestens ein Verlierer dasteht. Mindestens einer. Und in der Regel ist der Narzisst der Verlierer. Und dann besteht eine große Gefahr, wenn der Narzisst der Verlierer ist. Dann sagt er sich häufig Folgendes. Einmal noch werde ich definitiv recht haben. Einmal werdet ihr alle noch sehen, wer der Starke ist. Einmal wird es noch so sein wie früher. Und dann werdet ihr über dieses eine Mal in den Nachrichten, im Internet hören und lesen. Und dann lesen wir die Schlagzeile Familientragödie. Und das nimmt in letzter Zeit dramatisch zu. Es geht hier gar nicht um die depressive Mutter oder Vater, der die Familie, das Kind mit in den Tod nimmt. Es geht hier einzig allein um die narzisstische Kränkung, um den übersteigerten Egoismus, wo es nicht darum geht, jemand anderes vor dieser schrecklichen Welt zu bewahren, sondern das einzige Ziel liegt hierbei, ein einziges Mal noch im Mittelpunkt der Nabel der Welt zu sein und nicht verloren zu haben. Und diese tiefe Kränkung sehen wir in unserer heutigen Gesellschaft immer häufiger. Denk nur mal an die Schulamokläufer. 103 Fälle in den letzten 20 Jahren. Das gab es vorher nicht in dieser Massivität. 345 Schusswaffenmassaker in den USA im Jahr 2017. Schau dir mal das Bild an, hier vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2017. Weltweite Amokläufer in den Schulen der letzten 100 Jahre. Das Bild spricht Bände. Wir sprechen hier nicht von Tätern, die aus sozial schlechten Verhältnissen kommen oder psychisch krank sind. In der Regel kommen diese sogar aus guten Umständen, oberes Milieu könnte man dazu sagen. Was läuft hier schief? Sehr häufig handelte es sich hierbei um Einzelgänger, die nach außen hin überhaupt nicht aufgefallen sind im Vorfeld. Sie waren Sonderlinge, okay, hatten häufig Kontaktprobleme, aber in ihrem Inneren, da tobte ein Kampf. Der Kampf, da könnte man so über Titel und Überschriften nehmen, ich bin nichts wert. Die anderen schließen mich aus. Ich werde zu keiner Party eingeladen. Ich habe keine Freunde und bin nichts wert. Und was ist die Folge von diesem lang andauernden Denken? Irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie sagen, einmal werde ich es euch zeigen. Einmal werde ich Recht haben. Einmal wird die ganze Welt auf mich schauen. Dann holt er sich die Pistole aus dem Waffenschrank seines Vaters oder die, die er sich legal oder illegal gekauft hat, geht in die Schule und legt zig Leute um. Meistens völlig unschuldige Menschen. Und es ist ihm völlig egal, wer von ihm getroffen wird. Er hat in diesem Moment nicht das geringste Einfühlungsvermögen. Es ist eine totale narzisstische Entwertung. Denkt doch mal an Kachel Nummer 4, das Schlimmste, die Entwertung. Warum tut er dies? Ein einziges Mal werde ich es euch noch einmal zeigen. Ein einziges Mal wird die Welt auf mich sehen. Welche Arten von Narzissten gibt es? Kachel Nummer 7. Wenn du dir nochmal die neuen Kriterien des DSM-5 oder vom ICD-10 einmal anschaust, dann müssen wir hier schon eine Einschränkung machen. Das, was wir hier sehen, sind die rationellen Versuche, deskriptiv einfach mal Haltungen unserer Gesellschaft einzukreisen. Aber ich kann das nicht auf diese einzelnen neuen Kriterien teleskopieren, wie es so schön heißt. Wir können hier nicht immer nur von Egomanen sprechen, der Selbstverliebte, der Selbstsüchtige. Es gibt also einen herkömmlichen
Narzissten, über den wir jetzt genug hergezogen haben, lass uns mal das soziologisch miteinander besprechen, was für Arten von Narzissten es gibt und nicht die einzelnen deskriptiven Symptome. Also Schublade auf, verschiedene Typen. Nicht Handlungen, sondern Typen. Neben dem in Anführungsstrichen typischen Narzissten gibt es den chronisch beleidigten Narzissten. Also chronisch Beleidigter. Wir alle kennen ihn, der immer wieder gekränkt ist, der immer wieder angerührt ist. Er verstreut das Gefühl, dass ich ihm etwas getan habe. Ich weiß zwar nicht genau was, aber ich fühle mich im Moment schuldig, denn er strahlt ja diese Aura aus. Diese Aura, wo in der Luft manifestiert steht, du hast mir Unrecht getan. Du hast mich beleidigt und ich habe Grund dazu, beleidigt zu sein, denn du bist schuld. Das sind schon sehr unangenehme Menschen und es gibt da nur den einen Rat, wie man mit denen umgehen sollte, wahre Distanz. Dann gibt es den Schmarotzer. Auf jeder Party, auf jeder Vernissage, überall, wo es etwas Kostenloses zu essen, zu trinken gibt, können wir diesen Schmarotzer-Narzissten sehen. Für ihn ist es etwas ganz Logisches, dass die anderen für ihn bezahlen. Denn es ist ja eine Ehre für ihn, die Rechnung zu bestreiten. Denn er ist doch das Genie und die anderen sind dafür da, um ihm Gutes tun zu können. Wie können wir mit so einem Schmarotzer umgehen? Ganz einfach ihn beim nächsten Mal fragen, wann er uns einlädt, wann er das nächste Mal bezahlt. Das ist ganz einfach. Dann gibt es den Casanova-Narzissten, den Verführer. Das sind diejenigen, die bei jeder Begegnung mit dem anderen Geschlecht, wir reden hier meistens von Männern, dieses Verführerische, dieses unausgesprochene Spiel spielen, für die es keine andere Form der Kontaktaufnahme als Flirten gibt. Bei jeder Kontaktaufnahme müssen sie der Grandiose sein, der Überlegene, der Begehrte, der Verführerische, dem, wo die anderen natürlich sofort in Ohnmacht fallen müssen. Es gibt den fanatischen Narzissten. Unglaublich, aber wahr, aber die Zahl stimmt. 0,0002%. 0,0002% der Bevölkerung verursachen 16% der Arbeit für die Justiz. Diese fanatischen Narzissten entwickeln Ideen und Gnade dem, der auch nur den Hauch eines Zweifels an ihnen anträgt. Sofort wird man zum Staatsfeind Nummer 1 und es beginnt eine ganz lang andauernde, streithafte Entwicklung. Maschendrahtzaun lässt grüßen, man befindet sich ganz schnell vor Gericht wieder. Diese fanatischen Narzissten sind so schnell gekränkt, dass sie sofort Klage über Klage einreichen. Es ist ihnen egal, ob es ihnen jetzt Recht verschafft wird oder nicht. Wenn sie nämlich kein Recht bekommen, dann gehen sie so schnell weiter, eine Stufe höher, nochmal eine Stufe höher, bis zum Papst. Für ihre persönliche Rechtfertigung betreiben sie so einen unglaublich hohen Aufwand, dass sie am Ende logischerweise selber in eine tiefe Isolation geraten. Denke daran, jeder, der nicht ihrer Meinung ist, ist für sie ein totaler Feind. Dann gibt es noch den sozial angepassten Narzissten. Sie sehen sich gerne als Experten, möchten sich aber nach außen hin nicht sofort diesen Status anmerken lassen. Sie können sich recht gut in das gesellschaftliche Leben einfügen, sind auch an sich relativ angenehm im Umgang, aber kommt auch nur die leiseste Kritik ihnen gegenüber zum Ausdruck, dann reagieren sie so extrem empfindlich und verhalten sich nach dem Motto, Gott verzeiht, der Narzisst aber nicht. Das ist so typisch für diese großartigen Narzissten. Sie haben eigentlich nur eine einzige Angst. Es könnte irgendwo einen größeren Narzissten geben. Narzissus der Große hat Angst vor Narzissus dem Größeren. Eigentlich eine lebenslang andauernde Angst. Und wenn du diesen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, dass dieser Kanal viel, viel, viel sich mit Angst auseinandersetzt, weil bei Borderline ist die fassungslose, diese bodenlose Angst auch vorhanden, aber sie hat andere Phänomene, andere Auswirkungen. Achte Kachel. Warum wird ein Mensch eigentlich ein Narzisst? Hierzu gibt es zwei bestimmende Theorien. Zum einen gibt es eine genetische Bereitschaft für diesen Lebensweg. Das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Möglicherweise sind es auch einige Besonderheiten im Gehirnaufbau oder in der Gehirnfunktion. Das wesentlich wichtigere, das wesentlich realistischere Szenario ist der Beginn der Kindheit. Und ich hoffe, dass du als Zuschauer dieses Videos jetzt nicht sofort einen allergischen Anfall bekommst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Markus, red du nur, dass da ist wieder typischerweise die böse Mutter oder der Vater, der nicht da ist. Das kenne ich. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen.
Aber es ist eine Tatsache, bitte, es ist eine Tatsache, dass die ersten Lebensjahre, und wir sprechen hier von den ersten 4 Lebensjahren, an die wir uns mit Worten nicht erinnern können, weil ja unser präfrontaler Kortex noch nicht reif ist, funktionsreif ist. Das ist die Phase, die für die spätere Persönlichkeitsentwicklung bis zum Grab sehr prägend ist. Und hier haben wir 2 große Risikokonstellationen. Erste Konstellation. Das Kind wird viel zu stark verwöhnt. Es bekommt eine viel zu starke Zuwendung, eine viel zu große Zärtlichkeit. Es wird von Anfang an bewundert und bestaunt. Macht es seinen ersten Schrei, dann meldet man es bei Deutschland sucht den Superstar an. Nach dem ersten bestandenen Test in der Grundschule möchte man schon die Fahrkarte nach Stockholm für den Nobelpreis ziehen und so weiter. So ein Kind lernt praktisch nie, dass das Leben auch aus Niederlagen besteht. Solch ein Kind hat praktisch nie die Chance, dass ihm auch mal eine dicke Haut wächst, mit der man hinfallen kann, mit der man aber auch aufstehen kann. Und du brauchst kein großer Psychologe zu sein, um zu erkennen, dass die Kränkbarkeit, die Eitelkeit, die eigene Großartigkeit den Narzissmus in Reinkultur nur fördert. Es gibt aber eine zweite Konstellation. Hier finden wir genau das Gegenteil. Ein Kind bekommt überhaupt nichts von dem, was eben gerade angesprochen wurde. Keine Zuwendung, keine Zärtlichkeit, keine Emotion, keine Zeit. Dann endet das entweder im Narzissmus oder in einer anderen schlimmen Katastrophe. Vielleicht kennst du das Experiment des Stauferkönigs Friedrich II. Der hatte ein Experiment mit Kindern durchführen lassen, um die Ursprache herauszufinden. Was sollte damit gemacht werden bei diesem Experiment? Das war schon ziemlich perfide, aber es wurde tatsächlich so durchgeführt. In diesem Experiment sollten die Krankenschwestern nie lachen, keine Emotionen zeigen und sie durften vor allen Dingen nicht mit den Kindern sprechen. Sie mussten sie perfekt pflegen, ihnen sofort beim ersten Schrei die Flasche geben oder die Windel wechseln, aber nochmals, kein Wort und keine Emotion. Die Folge, die Kinder verweigerten sehr, sehr schnell die Nahrung und man musste das Experiment abbrechen, weil die Kinder drohten zu sterben. So ein Mensch, der mit Emotionen vollkommen unterversorgt ist, der wird dann ein Leben lang gierig nach diesen Emotionen bleiben, diesen Anerkennungen bleiben und wie ein Süchtiger, also wie ein Narzisst nach dem Lob oder auch nach dem Pseudolob streben und ein Leben lang darum kämpfen. Hat es in den ersten 4 Jahren nicht bekommen, ist der Rest des Lebens ein Fass ohne Boden, da kannst du durchfallen lassen, also es fällt dann einfach durch, wenn es nicht therapeutisch bearbeitet wird. Diese Sucht nach Liebe, diese Sucht nach Zuwendung, die sehen wir auch jetzt wegen des Wortes schon, Sucht bei den Drogensüchtigen. Die sehen wir bei den Beziehungsdelikten, wo der wahre Hintergrund zu sein scheint, dass die Menschen es nicht ertragen können, nicht geliebt zu werden. Wenn diese Kinder dann erwachsen werden, in ihrer Partnerschaft auch diese Liebe entzogen bekommen, dann fordern sie diese Liebe förmlich wie ein schreiendes Kind ein, wie ein kleiner 1- bis 4-jähriger Junge oder Mädchen. Wie gehen wir jetzt mit so einem Narzissten um? Wie kann ich so einen Narzissten am besten ertragen? Also ein Kochrezept dafür, nimm so viel davon und so viel davon, das gibt es nicht. Aber es gibt einige Ratschläge, die können uns eine Hilfe sein. Erstens, erster Ratschlag ist, überhaupt mal dir bewusst zu sein, dass es den Narzissmus gibt. Das ist wichtig. Es gibt einen Narzissmus. Sei dir bewusst, dass der Narzissmus in der verschiedensten Form auftritt. Nicht nur in einer offensichtlichen, sondern auch in einer versteckten. Und wenn wir hierbei aufmerksam sind, dann werden wir nach kurzem Lernen erkennen, ach, ich bin hier von Narzissmus umgeben. Das ist schon mal wichtig. Zweiter Ratschlag. Beachte, dass der Narzisst immer eine gewisse Aura, ein besonderes Gefühl, wie ein Duft um sich herum trägt. Lässig betritt er den Raum, der typische Narzisst. Alle schauen ihn an, alle hören ihm zu, alle bestaunen ihn, alle bewundern ihn. Der Narzisst, der diese unausgesprochene manipulative Fähigkeit hat, dass wir ihm gegenüber uns zu Dank verpflichtet fühlen, uns genötigt fühlen, ihn zu bewundern, dass wir uns ihm gegenüber irgendwie schuldig fühlen, obwohl wir gar nicht wissen, warum, der hat diese Aura aber nicht verdient. Diese Aura, nicht den Narzissten, sondern dieser Aura müssen wir uns entziehen, aus ihr förmlich heraustreten und uns immer wieder sagen, ich habe auch meine Grenzen, ich habe auch meine Vorzüge, ich habe meine Persönlichkeit mit meinen Stärken und ich bin genauso viel wert wie der andere. Nicht mehr,
aber auch nicht weniger. Dieser innere psychologische Vorgang ist immens wichtig. Er ist zwar schwierig, aber er ist von allergrößter Wichtigkeit. Also erstmal zu wissen, es gibt den Narzissmus, aber es gibt auch diese Aura. Und diese Aura müssen wir uns jetzt... Der dritte Ratschlag. Der Narzisst braucht Lob, Anerkennung wie eine Droge. Wenn wir einen Heroinabhängigen von einem Tag von 100 auf 0 setzen, dann wird er mindestens allerschwerste Entzugserscheinungen bekommen, epileptische Anfälle, er wird ins Delirium verfallen, vielleicht sogar daran versterben. Und so ergeht es auch dem Narzissten. Gib ihm eine Zeit lang in der richtigen Dosis, aber mit einer guten Qualität, bitte aufpassen, guter Qualität, seine Droge, Lob und Anerkennung. Das ist der dritte Ratschlag. Gib ihm ein echtes Lob, kein falsches Lob, kein vordergründiges, kein heuchlerisches Lob. Das einzige Fenster, bitte beachte das, das einzige Fenster oder der einzige Zugang, den wir zu einem Narzissten haben, ist das ehrliche und das aufrichtige Lob. Der Narzisst befindet sich permanent in einer Abwehrhaltung. Er sitzt in einer Festung mit der Kalaschnikow im Anschlag. Er lässt niemanden an sich ran. Aber denk an meinen dritten Ratschlag. Die einzige Tür, über die wir ihn erreichen können, ist das echte, es ist das aufrichtige Lob. Und deswegen schau dir bitte, Ratschlag Nummer 4, schau dir mit Hilfe des Spiegels den Narzissten hinter der Fassade an. Es ist eine Tatsache, dass ein Narzisst nur sehr schwer zu ertragen ist. Man kann dabei im Umgang mit einem Narzissten sehr leicht resignieren. Wenn du in der Partnerschaft bist mit einem Narzissten, dann kannst du vielleicht dich von ihm trennen. Aber vielleicht bist du ja in deinem sozialen Umfeld, in deinem beruflichen Umfeld, bist du mit einem Narzissten praktisch zementiert. Was kann man da tun? Schau einmal hinter diese Fassade des Narzissten und erkenne das schreiende, das hilflose Kind, das ein- bis vierjährige Kind, was zu wenig Liebe bekommen hat. Und wenn wir so ein Wüterich einmal in Ruhe betrachten, dann erkennen wir, das ist im Prinzip wirklich nichts anderes als ein Mensch, der nach Anerkennung, nach Zuwendung und nach Verständnis schreit wie ein hilfloses Kind. Dieses Bild sich vor Augen zu halten, ist wirklich gut. Es macht das Problem nicht weg, aber es hilft einem, das Problem zu ertragen. Und nimm dafür die Hilfe des Spiegels in Anspruch. Die Macht des Spiegels ist auch hier eine wunderbare Waffe. Im Umgang mit einem Narzissten hilft das immens, ihn zu spiegeln. Sind wir beim fünften Ratschlag. Der Spiegel. Man kann das recht locker machen, den Narzissten zu spiegeln, indem man sagt, oh, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so ein Held bist. Oder man spiegelt ihn, indem man sagt, ist deine Heldentat in der Öffentlichkeit schon bekannt? Wurde darüber schon in der Zeitung geschrieben? Ist in deiner Stadt überhaupt bekannt, was für ein Held, was für ein Genie du bist? Dieses leichte Anstacheln, aber harmlose Spiegeln ist schon etwas, was ihn trifft und ihn zumindest zum Nachdenken bringen kann. Der sechste Ratschlag heißt Humor, Humor, Humor. Und das ist die Eigenschaft, die der Narzisst meidet wie der Teufel das Weihwasser. Wir sehen praktisch nie einen Narzissten, der lacht. Narzissten sind praktisch humorlose Menschen und nichts ist ihnen verfluchter, nichts ist ihnen verabscheuenswürdiger als dieser leise Spott, als das Lachen, der Humor oder die Ironie. Ein echter Narzisst versteht immer oder denkt immer, man könnte ihn in seiner Großartigkeit, in seiner Herrlichkeit verspotten. Der siebte Ratschlag, und ich weiß nicht, ist das ein Ratschlag? Diesen Rat gebe ich nur für die Situation, wenn dein Gegenüber ein hundertprozentiger Narzisst ist, der vom ersten bis zum letzten Atemzug nichts anderes ist als ein Narzisst. Dann, wenn es so sein sollte, es gibt ja Narzissten, die sind Teilzeit-Narzissten, prozentuale, aber es gibt die hundertprozentigen. Wenn du so einem gegenüberstehst, dann bitte ich dich, der Versuchung zu widerstehen, solch einen Narzissten in irgendeiner Weise versuchen zu therapieren. Ich sehe immer wieder Partner von Narzissten, die sich auf so etwas einlassen und denken, ich werde ihn schon kurieren können. Aber wenn es sich um einen hundertprozentigen Narzissten handelt, dann kann ich nur sagen, du hast keine Chance, mach einen großen Bogen darum, ergreife die Flucht und such dir einen Menschen, der dich respektvoller behandelt. Denn Respekt ist wichtig. Neunte Kachel.
Ich möchte einen positiven Ausblick machen. Die antinarzistische Bewegung. Ich möchte mich nicht immer beim Negativen aufhalten. Es gibt so viele Hoffnungsschimmer am Horizont, die zeigen, dass es auch Kräfte gegen den narzisstischen Zeitgeist gibt. Und es ist auch richtig und es ist wichtig, dass wir diesen narzisstischen Zeitgeist die Schranken aufweisen, dass wir diese Koordinaten zwischen Selbstvertrauen und Eigensucht, zwischen Durchsetzungsvermögen und Rücksichtslosigkeit wieder in das richtige Licht rücken. Und es gibt auch in unserer Gesellschaft Beispiele dafür, dass es antinarzistische Bewegungen gibt. Und so wie ich vorhin gesagt habe, es ist gut, den Narzissmus überhaupt zu erkennen, dass man gegen ihn angehen kann, so ist es auch wichtig zu wissen, wo gibt es antinarzistische Bewegungen, dass man diese unterstützen kann. Erste Beispiel, finde ich, ist als antinarzistische Bewegung die Umweltbewegung. Immer mehr Menschen wählen die grüne Politik. Ich möchte jetzt nicht sagen, was du wählen sollst, sondern die grüne Politik hat überall in der Umfrage aufgeholt, weil der Gedanke, dass wir mit den Ressourcen unserer Kinder und Kindeskinder respektvoller, weniger verachtend umgehen sollten, der wird heute immer populärer und wichtiger. Denk nochmal dran, der Erdüberlastungstag, 29.07. des Jahres, das war schon 2017, jetzt habe ich, das Video wird aufgenommen im Jahr 2021, das wird wahrscheinlich noch früher in Richtung 1. Januar sein. Zweites Beispiel der antinarzistischen Bewegung ist die Steuerflucht. Eines der schlimmsten narzisstischen Instrumente sind die Steueroasen. Die Dummen zahlen die Steuern, die Großen fahren immer größere Gewinne ein, der Sumpf wird aber sich bemüht, trockengelegt zu werden. Und es gibt sogar schon Aufrufe, ich sagte vorhin 50-1, es gibt sogar schon Aufrufe, dass der Bestverdienende in der Firma nicht mehr verdienen soll als das 20-fache des Schlechtverdienendsten in der Firma. Drittes Beispiel, ich sprach am Anfang davon, in meinem Video davon, dass Papst Franziskus 2013 die katholische Kirche massiv kritisiert hatte. Er sagte, dass die katholische Kirche und wahrscheinlich auch alle anderen Religionen eine schwere narzisstische Krise haben, von der sie abkommen müssen. Auch andere Menschen sind Kinder Gottes und müssen respektiert werden. Die vierte antinarzistische Bewegung ist Humor, Humor, Humor. Ich beobachte, dass immer mehr Humor hochkommt in unserer Gesellschaft. Ich sehe den Humor in der Therapie, Humor im Umgang miteinander. Das ist so extrem wichtig. Was ist eigentlich Humor? Humor ist die heitere Gelassenheit gegenüber den eigenen Fehlern und den Fehlern der Umgebung. Und diese heitere Gelassenheit möchte ich durch diesen Psycho-Edu-Kanal ein bisschen unterstützen, dass du das auch mit einem Augenzwinkern betrachtest. Fünftes Beispiel für eine antinarzistische Bewegung ist die Vegetarierbewegung. Besonders stark unter jungen Menschen. Es gibt heute immer mehr Menschen, die sich nicht aus Ernährungs-Diätgründen, sondern aus Respekt vor der hilflosen Kreatur dazu entscheiden, kein Fleisch mehr zu essen. Und all diese Beispiele zeigen mir, dass dort, wo die Gefahr des Narzissmus wächst, auch das Rettende wächst. Und ich möchte den Blick auf das Positive auch mal lenken. Und ganz zum Schluss möchte ich mit einem Augenzwinkern auch auf eine schöne Variante, auf eine rettende Idee in der mythologischen Geschichte des Narzissmus hinweisen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt 7 Varianten des Mythos vom Narzissus. Eine sehr schöne, eine angenehme, eine wirklich bewegende Variante ist folgende. Narzissus stirbt an der Quelle vor Sehnsucht. Aber was passiert mit seinem Leichnam? Er wird nicht verbrannt, sondern die Götter verwandeln ihn in eine unschuldige kleine Pflanze, die den Anbruch in eine schöne neue Zeit in das Frühjahr ankündigt. Zwar erscheint sie genauso hilflos wie die übrigen Pflanzen, aber sie läutet immerhin das Frühjahr ein und hat auch eine besondere Eigenschaft. Die Wurzeln werden von Wühlmäusen nicht gefressen. Die Narzisse zeigt also mit anderen Worten, dass wir eine vollkommen neue Qualität brauchen, eine neue Dimension des Miteinanders. Wir brauchen keinen schönen Jüngling. Wir brauchen eine schöne, liebliche Blume. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit jetzt mit mir genommen hast. Wie lange sind wir jetzt am Sprechen? Eine Stunde, etwas länger als eine Stunde. Ja, wieder mal typisch. Ich danke dir. Ich hoffe, dass du nicht so wie Julchen vorhin die Flucht ergriffen hast. 9 Kacheln haben wir gesprochen. Werden wir alle narzisstisch? Narzissmus wird zum Ideal, der Mythos des Narzissus. Woraus besteht er? Die Macht des Spiegels. Finde ich ganz klasse. In der Partnerschaft, die Typen, warum wird der eine Narzisst, der andere nicht? Und die antinarzistische Bewegung. Ich wollte mit dir
einmal laut über diese Persönlichkeitsstörung nachdenken, um ihr mal ein Entree auf diesem Kanal zu geben, zu zeigen, es gibt auch mit einem Augenzwinker, mit einem Lächeln kann man auch über diese Persönlichkeitsstörung sprechen. Nicht jeder, der ein Narzisst ist, ist so schlimm narzisstisch, dass man ihn vollkommen meiden muss. Narzissten sind diejenigen, die, so wie die Borderliner, wie alle, die ein wenig von dem langweiligen Mittelweg entrückt sind, dass sie unsere Gesellschaft wie ein Blumenstrauß schön erweitern. Stell dir mal einen Blumenstrauß vor, der nur eine Sorte von Blumen hat. Und dann stell dir einen Blumenstrauß vor mit einem Kaleidoskop, mit einer Vielzahl an verschiedenen Blumen. Was hättest du lieber? Vielleicht möchtest du mal den haben und mal den anderen. Ich würde mich freuen, wenn du zu denjenigen gehörst, die sie auch sagen, Persönlichkeitsstörungen sind der Antrieb unserer Gesellschaft. Wir müssen diesen Menschen immer mit dem größtmöglichen Respekt gegenübertreten. Wenn du aber mal eine Unterstützung haben möchtest, denn du sagst, der Narzisst, der Borderliner, der Schizoid oder wer auch immer ist zu stark in meiner Umgebung, dann gibt es auch therapeutische Hilfsmittel. Fühl dich so frei, schreib mich an, dann können wir miteinander in ein Coaching gehen, damit man stark wird, diesen Menschen gegenüberzutreten, damit man die eigene Ruhe bewahren kann und damit auch dem anderen durch die eigenen Grenzen ihm auch Grenzen setzt und ihm hilft, in der Gesellschaft weiter voranzukommen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Geduld, für dein Interesse an diesem Kanal. Bleib diesem Kanal gewogen, bleib tapfer, das möchte ich immer wieder sagen. Wir leben in Zeiten, wo man auch schon ein bisschen tapfer sein muss und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Alles Gute, bis dahin, dein Markus.